It's my birthday. Es ist mein Geburtstag. Ja, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich schon zur früher Stunde tatsächlich heute, denn ich bin heute Nacht mal wieder aus dem Bett gefallen. Ja, ist irgendwie komisch, aber momentan passiert mir das irgendwie ständig. Ja, manche Tage schlafe ich dafür auch mal länger, aber es ist so, wie es ist. Irgendwie kriege ich keine richtige Ruhe in mich hinein. Woran liegt das? Ja, es liegt ganz einfach an den Gegebenheiten, die momentan hier passieren. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das schon aufgefallen ist. Es hat sich einiges verändert hier. Nicht nur im Pflanzenreich, auch im aquaristischen Reich. Wir kommen immer wieder mal auf neue Gedankengänge, auf neue Ideen, auf neue Herangehensweisen in der ganzen Thematik insgesamt. Und das Ganze beschäftigt mich so sehr, ja, dass ich da so nicht so wirklich die Ruhe finde, denn es bewegt sich halt viel. Und bedingt dadurch, dass sich so viel bewegt, ja, ist es halt so, wie es ist. So, wir starten heute mit der Begonie. Mit der Begonia Amphioxus, die wir gemeinsam begleiten, seitdem wir sie damals gekauft haben, in einem kleinen Töpfchen. Sie steht in der Selbstbewässerung, die Geschichte kennen wir schon. Wir haben auch gemeinsam schon drei Tage her? Ich glaube ja, ne? Haben wir die Säule hier, in der sie steht, neu befüllt. Sie steht ja in der Selbstbewässerung, in der Erde wohlgemerkt, im gleichen kleinen Töpfchen, wie wir sie gekauft haben. Und sie wächst prächtig, gedeiht wunderbar und sie hat heftig viel Wasser verbraucht, muss ich sagen. Also da war ich heute Morgen sehr überrascht. Na, was heißt heute Morgen? Heute Nacht tatsächlich. Ja, die Pflanze bekommt dementsprechend noch etwas mehr Licht heute. Ne, nicht mehr, sondern länger. Einmal ganz kurz hier unseren Philodendron Florida Beauty gezeigt mit seinem neuen Blättchen. Es reift jetzt aus und es wird nicht lange dauern, bis das neue Blatt dann in Erscheinung tritt. Aber bevor das passiert, werden wir hier tatsächlich einen Kopfsteckling von machen. Ich überlege mal, ob wir das tatsächlich heute schon machen, denn ich habe sehr viel Zeit. Es ist sehr früh am Tag. Ich muss zwar wieder einige Male woanders hin heute, aber in irgendeiner Art und Weise bekomme ich trotzdem alles gebacken, was ich im Kopf so fest verankert habe heute. Ja, es ist halt sehr viel, was mich bewegt im Reich der Pflanzen und der Aquaristik. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, so und soll so sein. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Ja, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, es hat sicherlich auch einen tiefgründigen Sinn. Geh aus! Geh aus! Geh aus! Bitte geh aus! Ich will nicht. Okay. Wo ist denn der? Lol, jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Auch an meinem Geburtstag mache ich heute was mit euch gemeinsam, weil es sich einfach jeden Tag entwickelt. Es ist nicht so, dass man von einer Woche zur anderen Woche mal etwas sieht und sagt, oh, das möchte ich gerne mal zeigen. Nein, es entwickelt sich hier tagtäglich etwas und ich nehme euch auf die Reise insgesamt mit das ganze Jahr. Und heute tatsächlich zunächst mit der Begonia Amphioxus. So, ich gucke mal eben rein. Hier ist ungefähr noch bis hierhin Wasser. Ich hatte es befüllt bis hier. Und das hat sie verbraucht in so kurzer Zeit. Und nach wie vor in diesem kleinen Töpfchen. Das ist fast unfassbar, dass die Pflanze trotz alledem sehr gut wächst. Und hier übrigens mit dem Nylonfaden, ne, also das funktioniert wunderbar in der Selbstbewässerung, dass das überhaupt in Erde funktioniert, hätten wir damals eigentlich gar nicht gedacht. Ne? Denn wir wissen ja, Pflanzen, die dauernass stehen, da fangen die Wurzeln an zu faulen. So, nun ist es aber so, in der Thematik im mineralischen Substrat sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, umso mehr Sauerstoff drin ist, umso besser wachsen die Pflanzen. Und genauso ist es natürlich auch in der Erde. Das heißt also, schlussfolgerisch jetzt erstmal mitgenommen, ne, das müssen wir weiter begleiten, ganz klarer Fall, dass man sagen kann, wenn kontinuierlich Sauerstoff da ist, auch in der Erde, wenn sie nass ist, dass trotz alledem die Wurzeln gut wachsen können. Ne, das ist die ganze Thematik bei der Sache. Und hier ist jetzt so, die Pflanze verbraucht in einem kleinen Topf sehr schnell das Wasser. Also die große Pflanze verbraucht das Wasser sehr schnell hier, auch aus der Säule. Das heißt, ich muss also hier regelmäßig nachgießen. Und frisches Wasser enthält viel Sauerstoff. Und dementsprechend wird also ins Erdreich, in dem kleinen Töpfchen, das sich hier befindet, kontinuierlich Frischwasser geliefert, wo halt Sauerstoff gegeben ist. Also
Die Pflanze steht nicht in der Erde, im Wasser kontinuierlich mit Sauerstoffmangel, sondern mit frischem Wasser, mit Sauerstoff. Ne? So, das kurz hier, das ist so ein Nylonfaden, ne? Kennt sicherlich jeder, das ist ähnlich wie eine Maurerschnur, kannst du fast sagen. Total genial, dass das funktioniert. So, okay, was wollte ich denn jetzt zu der Amphioxus noch gesagt haben? Ach ja, die Babys, genau. Wir haben sie ja in der Vermehrung gemeinsam, auch das begleiten wir kontinuierlich. Das sehen wir uns gleich an. Und es gibt etwas, worauf ich nicht so richtig Bock habe, aber es ist dann jetzt doch wieder passiert. Tja, manchmal ist das so, aber ich hatte es ja schon geahnt, dass es vielleicht passieren kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass das schlimm ist. Und zwar unsere Monstera Cobra. Ja, wir sehen sie sehr oft im Moment, wie viele andere Pflanzen auch. Bekommt einen braunen Anteil im hellen weißen Blatt. Das ist jetzt das drittletzte Blatt, kannst du sagen. Das ist das ganz Neue, ist jetzt rausgeschlüpft tatsächlich. Das war das davor, das war das davor und das war das davor. Und das bekommt jetzt einen leichten braunen Anteil. Das passierte bisher in der Regel immer schon beim nächsten Blatt in dem Sinne. Also das kommt jetzt raus und das wird dann in der Regel braun. So war das bisher immer gewesen. Dieses Mal haben wir immerhin schon, ja, kannst sagen, zwei Blätter, die trotzdem noch gut aussehen und das neue Blatt halt dementsprechend, also drei Blätter momentan. Wobei hier auch ein ganz kleiner Fleck dran ist, aber das kommt voraussichtlich dadurch, dass er Schwierigkeiten hat, rauszuwachsen. Aber ist okay, das nehmen wir jetzt so erstmal mit. Ich werde mal gucken, inwieweit wir vielleicht noch in der Thematik etwas besser eingehen können. Ich hatte es ja schon angesprochen. Ja, nicht heute, aber in einem anderen Film. Das werden wir heute dann auch mal machen. Kommen wir gleich im Laufe des Filmes zu. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Babys von der Amphioxus, von der Begonia. Seit dem letzten Mal, seitdem wir hier reingeguckt haben, habe ich, glaube ich, einmal zwischendurch reingeguckt. Und jetzt dann heute machen wir das mal kurz gemeinsam. Und schauen mal, wie die Entwicklung jetzt aussieht. Also so sieht es gut aus, ne? Da gibt es also nichts zu meckern. Einmal hier im Perlit das Ganze gesehen. Ich zoome mal ein kleines Stück näher dran, mal gucken, ob wir es erkennen können. Wir erkennen auf jeden Fall, es geht den Teilen gut in dem Sinne. Wir sehen hier Wurzelwachstum nach wie vor. Also gibt es keine großartige Veränderung, würde ich sagen. Das sieht richtig klasse aus. Und ich mache jetzt sofort wieder zu. Ansonsten pflanzentechnisch können wir noch nichts erkennen, dass sich was entwickelt. Machen wir auf, ich zoome mal ein kleines Stück zurück. So, dann stelle ich das mal just wieder hier hin und mache den schon mal wieder zu mit dem gleichen Deckel. So, und dann gucken wir jetzt in die andere Kiste rein. Da sieht das Ganze nämlich etwas anders aus. Ich weiß nicht, ob man das so... Nee, so kannst du es noch nicht erkennen. Ich hole es mal näher dran hier. Wow, jetzt muss ich aber selber erstmal genauer gucken. Gerade, warte mal, ich stelle mal just die Belichtung anders ein, weil hier ist es ein bisschen zu dunkel. So, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht zu hell ist. Vielleicht kannst du es schon erkennen. Wir haben hier tatsächlich schon Pflanzenwachstum. Ich zoome mal ein bisschen näher dran, kriegen wir es hin. Jawohl, guck mal. Da wachsen schon klitzekleine Pflänzchen heraus. Guck mal eben hier, das ist jetzt... Ja, da kann man auch schon so kleine Pünktchen erkennen. Hier auch, jawohl. Ups, nee, das ist dann doch schon zu nah wieder. Kann man so erkennen. So rundherum wachsen so kleine Knubbelchen. Ich gucke ins Display, von daher muss ich erstmal gucken, wo was hier überhaupt ist. Weil das sehe ich so jetzt auch nicht. Blätter sehen gut aus. Auch hier kommen kleine Pflänzchen raus. So, und das ist jetzt dieser kleine, momentane, feine Unterschied. Wir haben hier nämlich Soil angewendet, was wir verwenden auch in der Aquaristik, also das 5-5er Soil und in der anderen Box eben dann jetzt Perlit. Es gibt also jetzt dato, klar, einen kleinen, nicht klar, sondern es gibt einen kleinen Unterschied, ne, wie wir jetzt gesehen haben. Ich muss schon wieder zumachen. Pflanzen mit weißen Blättern. So, bei der Geschichte läuft es immer noch gut, ist noch kein brauner Teil zu sehen. Hier kommt ja auch ein neues Blatt schon rausgewachsen, ich hatte es ja auch vor ganz kurzer Zeit schon mal gezeigt. Es geht einfach wunderbar bis dato. Erreicht haben wir das Ganze insgesamt durch mehr Nährstoffe. Das ist soweit schon mal ganz okay. Aber wir sind noch nicht so ganz an dem Punkt, wo ich zufrieden bin. Sagen wir es mal so. So, dann mal ganz kurz gezeigt, das Baby hier. Das könnt ihr so schon zeigen. Brauchen wir gar keine Nahaufnahmearbeit mehr machen. Die Amphioxus, unser erster Steckling von damals. So, bevor wir in die Thematik dann heute anders einsteigen oder nicht anders, sondern weiterführend, sagen wir besser so, weiterführend einsteigen, also mehr Nährstoffe. P
pH-Wert ganz wichtig, ne? Also bei Monstera ist bei der 7, ne? Leicht runter, ganz leicht drüber. Das ist so dieser Bereich, wo sich am wohlsten fühlt tatsächlich. Bei uns zumindest geschrieben und steht es vielleicht ganz anders. Aber bei uns ist es so, wie es ist. Ne? Wir nehmen das so mit. Okay, das heißt im Klartext, ich muss jetzt mal kurz, nein, ich gehe jetzt mal kurz in die Aquaristik und hole uns da etwas, dass wir die Thematik dann heute tatsächlich auch endlich angehen. Ja, manchmal braucht einiges etwas länger, weil gesagt und da oben reifen ist eine andere Sache, ne? Und dann ausprobieren. Weil ich habe so viele Projekte am Laufen, von daher ja, kann es hier und da auch schon mal etwas länger dauern, bis man das dann ausgereift weitergeht. In dem Sinne, oder ausprobiert, sagen wir es mal so. Ja, ja, du kommst auch gleich dran, auf jeden Fall. Ganz kurz zur Verdeutlichung, eigentlich ist hier überall noch Licht aus, ich habe hier jetzt gerade mal Licht angemacht. Wir haben hier eine Anwendung im aquaristischen Bereich Aquamonton. Und das schon seit längerer Zeit. Und seitdem wir das benutzen, wachsen die Pflanzen, ich hoffe, man kann es wenigstens einigermaßen erkennen, sehr gut bis bombastisch. Also richtig krass cool. Ja gut, mit dem Licht kriegen wir das jetzt vielleicht nicht ganz so hin, aber es ist so, wie es ist. Seitdem wir Aquamonton anwenden hier, wächst es einfach nur grandios. Und auch den Garnelen übrigens geht es richtig gut damit. Also es schadet den Tieren keinerweise, im Gegenteil, es fördert sogar, so wie es aussieht. Wohlgemerkt, so wie es aussieht, denn auch das müssen wir natürlich weiter abwarten. Aber aus dem Grunde werden wir das jetzt dann dementsprechend auch ja, in unserem Pflanzenreich in den Töpfen mal anwenden. Vorab kurz gezeigt, das Produkt. Wir machen Werbung hier, ganz klarer Fall. Übrigens, kauf du dir das nicht. Ne? Warte jetzt ein paar Wochen, Monate ab, ob es da überhaupt einen Effekt gibt. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Also nicht alles, was ich anfangs zeige, muss man auch haben. Warte bitte, ja. Im aquaristischen Bereich läuft es richtig gut, bin ich fest von überzeugt. Aber auch da empfehle ich es noch nicht. Ne? Wer es machen möchte, kann es ausprobieren. Ich empfehle es noch nicht, denn bei uns ist es ein Dauertest. Und das kann Monate dauern, unter Umständen auch mal 1-2 Jahre. Das wird dann die Zeit zeigen. Aber jetzt mal gezeigt, um was es sich hier handelt, welches Produkt wir dann dementsprechend verwenden. So, ich drehe das mal eben. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Ich versuche es einfach mal. Für den, der das interessiert, der kann sich schon mal hier die Werte durchlesen, wie das aussieht. Was da so drin ist. Ich bin kein Chemiker. Ich weiß selbst nicht mal alle Formeln, die da draufstehen. Zum Beispiel das TiO2 kenne ich gar nicht. Sagt mir gar nichts. Calcium, klar. Al ist das Aluminium. Fe ist Eisen, das weiß ich. Si ist Silizium. Also Silikat. Mg ist Magnesium. K2O wird wohl Kalium sein. Na2, weiß ich jetzt nicht. Mn. Ja, P2O wird wohl Phosphor. Blablabla. Ne? Also ich bin kein Chemiker. Ich habe da nicht wirklich den Plan von. Brauchst du gar nicht denken. Wir probieren hier aus. Ne? Das ist das, worauf es ankommt. Denn wir wissen ja schon, probieren geht über studieren. Ne? Da kannst du also viel lesen, tun und machen. Wenn du keine praktische Anwendung hast, dann wirst du nicht wirklich irgendwie schlauer werden. So, okay, das heißt im Klartext, ich fülle mir das jetzt hier ab, denn wir werden da nur sehr wenig von brauchen. Deswegen kauft ihr das Produkt auch nicht, weil es gibt sicherlich in irgendeiner anderen Art und Weise noch, ich sag mal, in anderen Verpackungen vielleicht oder wie auch immer. Ne? So, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir jetzt auf einen Nenner kommen, dass wir einen Anfang zumindest von dem Ganzen haben. Wir haben jetzt 1 Liter Leitungswasser hier. Wir wissen ja schon, wir düngen die Monstera stark. Das heißt, wir führen viele Nährstoffe von dem Compo Complete zu. Dementsprechend sinkt der pH-Wert tatsächlich auch relativ schnell. Und das hat sich also bis dato ganz gut gezeigt, muss ich sagen, dass wir hier also reines Wasser, Leitungswasser verwenden können. So, was hatten wir letztes Mal? Ich glaube 3 Milliliter, ne? Pass mal auf, dann kommen jetzt hier 3 Milliliter rein von dem Compo Complete. 3 Milliliter, so, das haben wir schon mal. Mikrosiemenswert vom Leitungswasser ist 530 jetzt hier drin. Das sollten wir vielleicht mal umrühren. Mal gucken, ob ich meinen Pikierstab mal wieder finde zum Umrühren. Ja, ich habe oben im aquaristischen Bereich habe ich einen, im Schuppen habe ich einen liegen, das weiß ich. Aber ich habe noch mehrere. Ich habe sogar noch einen aus Holz, aber den möchte ich dafür nicht verwenden. So, den haben wir mal geschenkt bekommen damals. Okay.
Dann checken wir jetzt erstmal den Mikro-Siemens-Wert, wie der aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bei dem letztes Mal das auch durchgegossen habe. Ich denke mal ja. Ich denke mal ja. So, wir haben jetzt hier 1460. 1460 Mikro-Siemens haben wir jetzt hier drin. So, okay, also, wir fangen jetzt einfach an. Ich habe das jetzt umgefüllt, hier ist Aquamonton, das ist jetzt hier in dem Behälter drin. Und jetzt nehmen wir dieses Messlöffelchen. Wie viel das genau ist, erfahren wir alles später. Die meisten kennen das Ding aus dem aquaristischen Bereich. Ich weiß auch nicht, wie viel wir jetzt hier zuführen. Ich werde jetzt einfach einen gestrichenen Messlöffel... Oh, na egal, hätte ich vielleicht vorher auflösen sollen, wäre besser gewesen, weil das klumpt nämlich dann... Wenn man das so ins Wasser einfach reinschmeißt, das heißt, ich kann jetzt erstmal eine halbe Stunde rühren hier. Na, so lange nicht, aber okay, ich rühre das so lange, bis das jetzt aufgelöst ist hier drin. Besser ist das Ei, obwohl, nö, gibt keine Klumpen. Okay, dann ist das mit dem Dünger wahrscheinlich sogar noch einfacher, das aufzulösen. Interessant ist das aber mal, okay. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall eine leicht weißlich-milchige, doch, da unten sind die Klumpen, ne? Ich habe es von oben nicht gesehen. Von der Seite sehe ich sie. Ja, okay, also jetzt muss ich erstmal warten, bis das aufgelöst ist hier. Und ja, ist der Anfang. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ob das jetzt zu viel ist oder zu wenig ist. Oder ob das überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Wir probieren das einfach aus. Ja, okay, haben wir jetzt genug darüber erzählt. Ich warte jetzt erstmal, wie das aussieht hier. pH-Wert vom Leitungswasser muss ich noch einpendeln. Ist jetzt bei 7,7. Mal gucken, ob er so stehen bleibt. In dem Zuge müssten wir, ja genau, gleich von der Lösung was abfüllen. Am besten in irgendein sauberes Glas, um mal zu gucken, wie die Werte sich da verändern. Dann jetzt ohne irgendwas, also eben nur Wasser mit dem, was wir reingegeben haben. Es hat sich dann doch soweit schon mal aufgelöst. Wir gucken gleich mal, was Sache ist. So, wir werden jetzt Stecki machen von dem Philodendron Florida. Nein, dieses Mal nicht Ghost, sondern von der Beauty. Und die hat so ein schönes Blatt ausgebildet. Ach, das ist herrlich anzusehen. So, okay, also das ist jetzt am Ausreifen. Von daher gehen wir heute die Geschichte an und schneiden das jetzt hier von Blatt zu Blatt in der Mitte einfach ab. Zack. Okay, so, Geschichte kennen wir schon, ne? Wir lassen das Ganze jetzt antrocknen hier und das werden wir dann gleich gemeinsam, ja, weiter voranbringen. Und hier machen wir dann nichts, dort bleibt jetzt so, wie das ist hier, dort kann er wieder austreiben. Aber wie gesagt, den Stecki, den werden wir auf jeden Fall jetzt antrocknen lassen. Jetzt habe ich hier schon eine Wurzel abgebrochen, nicht Depp, naja, egal. Ich will mal gucken, wo ich den jetzt hinlege so lange. Komm, ich lege ihn hier vorne hin, das stört er uns nicht. Oder auch doch. Ich bin schon wieder viel zu schnell. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Saftaustritt an der Schnittstelle. Ne? Dann nehmen wir uns einfach einen Zeber und tupfen das schon mal ab. Dann trocknet die Schnittstelle nämlich ja einfach besser und schneller ab. Ne? Und das lassen wir jetzt wirklich so lange liegen, bis die Schnittstelle wirklich angetrocknet ist, bevor wir hier weitergehen. Und wir hatten ja vor kurzem Steckis gemacht und da werden wir heute auch eingreifen. Das sind die beiden Steckis. Das sieht soweit gut aus. Wann haben wir es gemacht? Gestern? Oder vorgestern? Ich weiß auch schon nicht mehr. Aber auf. Ich werde das Wasser heute wechseln. Wir hatten hier reines Wasser reingestellt, reingegossen und dann die Steckis reingestellt, falls du dich noch daran erinnern kannst, wenn die Serie verfolgst. Und das Wasser gieße ich jetzt erstmal raus. Das Wasser kommt raus. Pass mal auf. Ich gieße das jetzt einfach mal hier rein. So, da haben wir ja die Löcher drin. Und jetzt kommt neues Wasser rein. Und zwar wieder reines Wasser. Letztes Mal hatte ich ja den Drucksprüher nicht hier. Deswegen haben wir dann auch in diesem Falle tatsächlich ohne Druck das Wasser reingepackt. Ne? Wir wechseln das Wasser heute. Beim ersten Mal ist es so, wenn du reingegossen hast, das Wasser, so nach, ja, sagen wir mal so nach 2 Tagen oder 3 Tagen, sollte man das Wasser dann doch schon mal wechseln, weil sich so ein paar Inhaltsstoffe, ja, von der Pflanze, die an der Pflanze sind oder auch an den Wurzeln, ins Wasser übergehen, unter Umständen das Ganze auch trüb werden lassen kann, also sich Bakterien entwickeln beispielsweise. Und dann sollte man dann tatsächlich mal wechseln. So, wir gießen also jetzt das unter Druck gesetzte Wasser hier rein. Und damit haben wir hier erstmal alles fertig bei den beiden. Da brauchen wir jetzt erstmal gar nichts mehr machen.
Da warten wir jetzt einfach so lange, bis die Wurzeln ordentlich wachsen. Und wenn das gegeben ist, kennen wir schon die Geschichte, dann wird auch angefangen zu düngen. Ne? Verhalten anfangs. So, die Arbeit ist jetzt bei unserem Leitungswasser 7,73. Also 7,7. Das Wasser ist übrigens von gestern, also abgestanden. Wir hatten schon mal 8,5, glaube ich, gehabt, ne, einmal. Es ist sehr unterschiedlich, also es ist nicht immer das Gleiche, was aus der Leitung kommt, ist tatsächlich so. Ist wahrscheinlich auch tagesabhängig und ja, wie viel Wasser verbraucht wird hier insgesamt aus der ganzen Siedlung, sage ich mal beispielsweise, oder ob so gut wie gar nichts verbraucht wird, beispielsweise nachts, ne, wenn dann morgens der Erste bist, der Wasser reinlässt, dann gibt so viele Faktoren, die auch, da auch eine Rolle spielen. So, das hätten wir. Also, 7,7 haben wir hier. Dass wir das dann gleich auf jeden Fall schon mal nochmal mitnehmen können. Wo ist die Gießkanne? Da kann ich das da wieder reingießen. Das war ja ein Leitungswasser hier. Dass wir dann da, ja, auch auf den Nenner kommen irgendwann. Irgendwie, so, den brauche ich jetzt nur trocken wischen, da ist ja nichts mit drin, kein Dünger oder so. Lassen wir den einfach mal trocken. Und gießen davon mal einen Schluck rein. Moment, stopp. Einmal umrühren nochmal. Nochmal umrühren ordentlich. Und dann gießen wir einen Schluck rein hier. Und dann gucken wir mal, was wir gleich hier erzielen. Mikrosiemenswert wird übrigens nicht erhöht durch das Aquamonton. Aber ich möchte mal gucken, wie das pH-Wert technisch aussieht, ob wir jetzt schon eine Reaktion sehen können. Also bisher im Reinwasser, wo ich es angewendet habe, konnte ich nicht wirklich eine Reaktion feststellen. Aber man weiß ja nie, was Sache ist irgendwie. Ne? Das ist ein Experiment. Das ist bei Experimenten. Warum ist denn das so hell? Da leuchtet der Kerl. So, okay, also. Ich werde das jetzt einmal durchgießen hier. Einmal bei dem Schätzchen. Und einmal bei dem Schätzchen. Aber hier muss ich erstmal eine Pfütze Wasser rausgießen. Da ist noch eine Pfütze drin. Bei dem anderen war der Untersetzer jetzt leer. Noch nicht trocken, war noch feucht. Aber gieße ich mal hier rein. So. War noch feuchter untersetzt, aber hier stand eine kleine Pfütze da drin. Und dann gießen wir das auch mal hier rein. Ja, und lassen uns überraschen, was so passiert. Ne? Gut, 1400 ist jetzt schon viel, aber noch längst nicht das Maß aller Dinge. Wir haben, glaube ich, schon 2000 gehabt. Ne? Aber okay, wollen es jetzt auch nicht übertreiben am Anfang. Ja, das ist schon mal interessant. Ich lasse es noch einen Moment stehen. Und das wäre jetzt aber echt interessant, wenn das so bleibt. Ja, okay. Ja, gut, wir haben jetzt. Jetzt bin ich aber wieder komplett konfus, logisch. Ja, ich wundere mich gerade, warum der pH-Wert unter 7 ist. Wir haben ja. Was dazugegeben? Aquamonton. Und was noch? Ja, genau. Den Compo Complete. Und der senkt ja sowieso den pH-Wert. Von daher. Ah, das ist schon eine interessante Thematik. Vor allem jeder Anfang ist schwer. Naja, nicht so sehr, aber es ist schon auch wieder eine Herausforderung, ganz klarer Fall. Ne? Das Ganze jetzt auch zu beobachten, wie die Pflanzen darauf reagieren. Im besten Falle sollte man das auch vielleicht direkt in der Wasserkultur ausprobieren. Wäre vielleicht nochmal sinnvoller in dem Sinne, aber da ist auch wieder die Frage, in welchen Mengenverhältnissen hast du nicht gesehen. Ja, siehst schon, also wir steigen da langsam ein, wir haben das jetzt gemacht, das reicht erstmal. Und ich werde noch die eine oder andere Pflanze dazu nehmen. Und dann gucken wir mal, wie sich das dann ja, entwickeln wird. Ne? Das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, muss ich sagen. Also jetzt die weißanteiligen Pflanzen, ne? Dass wir die auch weiß behalten. Denn das wäre ja schon ganz schön, wenn uns das gelingen würde. Ne? Immer noch würde. Ne? Ich hatte ja gesagt, es kann passieren von heute auf morgen, dass plötzlich ein Blatt doch wieder braun wird. Dann ist das eben so. Wie wir es jetzt bei der Cobra gesehen haben. Ne? Das hat mich auch so ein bisschen, ja, ich sag's fast, schockiert. Ne? Ich wusste zwar, dass es passieren kann, aber es ist dann auch immer wieder so ein kleiner Rückschlag. Ne? Sag mal, Mist, warum jetzt doch nicht? Ne? Sah doch so gut aus. Aber okay, es sieht eigentlich immer noch gut aus jetzt bei der Monstera Albo, Anführungsstrichen Variegata, halt bei der Cobra hier. Da haben wir jetzt einen ja, angehenden Braunanteil. Wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze insgesamt entwickeln wird. Im Wasser, was wir vorhin angesetzt haben, hatten wir 1460 Mikrosiemens, glaube ich, drin. Ne? pH-Wert 6,57 habe ich vorhin nochmal gecheckt. Also, das haben wir dann soweit. Wir sind also pH-Wert unter 7. Das ist schon mal
Eigentlich ganz gut dafür, dass wir nur Leitungswasser verwenden. Naja, aufgedüngt dementsprechend. Und halt jetzt mit dem Aquamonton. So, ich habe jetzt bei der Monstera Cobra hier das Wasser dreimal hin und her gegossen, also durchgegossen durch das Substrat. Und bin jetzt gerade am Checken, wie das aussieht. pH-Wert ist, so wie es aussieht, bei 6,6. Das wäre noch okay. Mikrosiemens-Wert 1560. Also knapp etwas weniger. Etwas mehr, lol. Auf jeden Fall interessant anzusehen, wie das miteinander reagiert. Ne? Also das ist dann soweit erstmal okay, würde ich sagen. Und wir haben den Wert, also Mikrosiemens-Wert, nicht erhöht. Den pH-Wert jetzt auch nicht irgendwie runtergebracht oder höher, sondern im Prinzip gleich. Aber wir haben halt das Aquamonton mit dabei, ohne jetzt als einen messbaren Wert zu haben. Und da bin ich mal gespannt, wie die Pflanze darauf reagiert. Das gleiche werde ich übrigens eigentlich auch nochmal mit der Monstera Albo Variegata jetzt nebenan stehen machen, also auch im Durchfluss. Ne? Durchgießen, 2-3 Mal durch das Substrat, wieder auffangen das Wasser, wieder durchgießen, wieder auffangen, wieder durchgießen und so weiter. Ja, und dann auch nochmal messen, wie das dann bei der jetzt aussieht. Ich glaube, ich muss mal die Batterie wechseln von dem Mikro-Siemens-Messgerät. Lol. Ja, okay, ist aber auch noch gut, das misst trotzdem noch. Also, wir haben hier pH-Wert von 6,8, also etwas höher tatsächlich als bei der Cobra. Und Mikro-Siemens-Wert von 1900, also auch höher als bei der Cobra. Ne, das ist jetzt von der Monstera Albo Variegata, die wir dort sehen mit den wunderschönen weißen Blättern. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Da sollten wir hier tatsächlich auch doch höher gehen mit der Düngung. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir hier niedriger sind bei der Cobra. Warum, wieso, weshalb, ich weiß nicht. Oder habe ich letztes Mal einfach verpeilt da? Naja, egal. Ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ne? Das nehmen wir jetzt so mit. Auf jeden Fall interessant, dass wir tatsächlich Leitungswasser bei uns verwenden können für die Monsteras. Ne? Dementsprechend kräftig aufgedüngt. Wir wissen ja schon, umso mehr Nährstoffe wir dazugeben, umso niedriger wird der pH-Wert. Oder er wird halt gesenkt dementsprechend. Ne? Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, vor allen Dingen zu wissen, wenn du sehr weiches Wasser hast, dann musst du unter Umständen sogar noch Kalk zuführen bei den Monsteras. Ne? Auch nicht vergessen. Gut, andere Thematik. Ach so, warte mal. Ich könnte ja mal just etwas zeigen, und zwar haben wir ja gerade, okay, dann nehmen wir dich auch nochmal kurz mit hier, tada, mir ging es aber eigentlich um das Schätzchen hier, tada, einfach mal hier rumgewackelt, dass man mal die Reaktion jetzt vielleicht sehen kann, ja, kann man, ne, siehst du die ganzen Luftblasen, die sich jetzt entwickeln hier, aber wie gesagt, jetzt haben wir hier reines Wasser unter Druck gesetzt und dementsprechend entstehen jetzt hier lauter Luftblasen. Das ist immer wieder ein interessantes Phänomen, dass das so gegeben ist. Ne? Total klasse. Ja, okay, das wird auch noch ein bisschen mehr werden. Aber jetzt mal kurz am Rande gezeigt, ist natürlich, ich sag's mal so, diese Reaktion jetzt nicht für Ewigkeiten, aber halt jetzt am Anfang so gegeben. Ja, okay, auf jeden Fall doch sehr aufschlussreich. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir mit dem Aquamonton nochmal so einen kleinen Kick nach oben das Ganze bekommen. Ne? Also, ich sag's mal so, die Blätter haltbarer machen. Lol. Dann haben wir auch fast alles fertig für heute. Außer eins noch, das müssen wir jetzt noch just machen. Und zwar, ich habe schon mal ins Glas gepackt hier. Unsere wunderschöne Beauty, die bekommt jetzt auch Wasser. Die stand jetzt die ganze Zeit trocken. Die lag trocken rum. Und jetzt befülle ich das so lange, bis die Wurzelchen alle unter Wasser stehen. Und auch hier warten wir jetzt ab. Im besten Fall wechseln wir auch hier nach 2 bis 3 Tagen das Wasser tatsächlich einmal. Im besten Falle. Ist nicht immer zwingend notwendig. Ne? Ist nicht immer zwingend notwendig, aber okay. So, dann lasst uns überraschen, wie das mit dem Aquamonton weitergeht. Ich mache mir in Ruhe noch Gedanken darüber. Kannst du gerne auch machen, kannst auch gerne Kommentare schreiben, was du vielleicht sehen möchtest, was wir damit ausprobieren könnten oder was du dir wünschst in dem Sinne. So, das Wasser gieße ich jetzt zurück hier bei der Monstera Albo in Anführungsstrichen Variegata. Und dann lass uns überraschen, wie das weitergeht. Am liebsten würde ich ja die Cobra jetzt auch so auf 2000 aufdüngen, aber ich warte jetzt erstmal ab. Ich warte jetzt erstmal ab, obwohl am liebsten würde ich es doch machen. Aber okay, komm, so reichen für heute. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, siehst du wohl. Dann gab es heute auch wieder 2 Filme. Und ich bin jetzt hundemüde. Schlagartig.
Wir haben jetzt so, ich schätze mal, 8 Uhr ungefähr morgens. Ja, 8 Uhr. Na gut, ich bin auch die ganze Nacht wach fast. Von daher, irgendwann wird man da auch müde, ganz klarer Fall. Na, aber ich kann mich jetzt noch nicht ins Bett legen. Wir müssen gleich nochmal zum Doc fahren. Ja, und es geht auf jeden Fall weiter. Ja, ist so, ne? Es gibt immer wieder mal, es könnte sein, dass es jetzt knack-knack macht, aber ich wollte gerne nochmal hier ranzoomen an diese wunderschönen Schätzchen hier, also dass die immer noch weiß ist, ne? Meine Güte, das läuft ja eigentlich schon viel zu lange so gut, ne? Das ist schon crazy. Also gut, ne? Wir liegen hier so bei knapp 2000 Mikrosiemens fast, ne? pH-Wert leicht unter 7. Das scheint tatsächlich im optimalen Bereich zu sein. Ach so, hier ist jetzt natürlich, ja, kannst vergessen, ein wichtiger Fakt noch, was vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, das Ganze ist hier im Basalt. Ne? Im Basalt. Und die Kobra, die steht ja im Lava. Ne? Ob das dann auch noch wieder miteinander zusammenspielt, wir wissen ja auch schon im aquaristischen Bereich, in den Lavabecken, die wir haben ja auch Aquarien mit Lava, Bodengrund, ne? Auch da wachsen die Pflanzen gut, muss ich sagen, und auch insgesamt die ganze Biologie, zumindest habe ich so dieses Gefühl, läuft besser tatsächlich, aber okay, wie gesagt, es gibt noch ganz viel zu lernen und in Erfahrung zu bringen, ne? Das geht nicht alles so mal eben, ne? Es braucht alles seine Zeit, um auch die Erfahrungswerte zu sammeln und auseinander zu klamüsern und dann nochmal Tests zu machen und zu gucken, ob das dann auch wirklich so ist und, ne? Ja, das ist halt dieses schöne Feintuning, was wir hier machen. Das macht also schon mega Spaß, muss ich sagen. Und glaub mir ja nicht, dass das Ende Gelände ist. Ich komme immer wieder noch auf neue Ideen. Insbesondere, was die Faktoren so angeht, ne? Okay, yippie, yippie.